und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch einen Videowunsch erfüllen. Und zwar hat hier die liebe Lucienne mich gefragt, ob ich denn mal die magnetischen Eyeliner-Wimpern testen kann. Sie meinte, ich soll mal schauen, bei DM gäbe es gerade magnetische Eyeliner mit Wimpern für 17,95 €. Habe ich geschaut in allen DM-Filialen, die irgendwie bei mir in der Nähe sind. Keine Chance, kriegst du nicht her. Genauso online habe ich auch geguckt, über jetzt, deswegen kommt das Video jetzt auch so spät online, weil ich immer gedacht habe, boah, vielleicht sind sie dann irgendwann wieder lieferbar, vielleicht sind sie wieder lieferbar, immer wieder im DM gewesen, nischt, das hier, ne? Keine Chance, die Dinger herzukriegen. Ich muss aber sagen, die Bewertungen haben auch für sich gesprochen, also die werden... Da gab es ja drei verschiedene Arten und es gab einmal 3 Sterne, einmal 2,5 Sterne und einmal 2 Sterne. Also die scheinen ganz schön kacke zu sein und mit 18 Euro jetzt auch nicht ganz günstig, meiner Meinung nach. Deshalb habe ich mal geschaut online und habe welche gefunden, die zumindest ein bisschen bessere Bewertungen haben und die kosten nur knapp 12 Euro. Damit einfach, sage ich mal, nicht so schlimm, wenn sie dann irgendwie schlecht sind oder so. Und da geht es ein bisschen auseinander. Es gibt 2, 3 Bewertungen wirklich mit 1 Stern, die sind von Amazon jetzt, wo hier sagen, absolute Müll, hält gar nicht, keine Chance, voll scheiße. Es gibt aber halt auch zum Beispiel viele Bewertungen, wie jetzt die, ich blende dich hier mal ein, wo wirklich sagen, hey, die sind super, die halten fest und wie fest die überhaupt halten, oh mein Gott, die sind so toll. Deswegen habe ich jetzt die quasi bestellt. Die kosten, wie gesagt, 11,95, nee, 11,97, glaube ich. Es gibt aber noch so ein 5% Gedöns, das man bei Amazon momentan aktivieren kann. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in der Infobox. Das sind die Dinger hier. Haben wir hier einmal von M5, M Nummer 5 Lashes. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, das heißt, wir werden zusammen ausprobieren. Heute jetzt hier und ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Deswegen bin ich selber sehr gespannt. Lass uns mal auspacken. Wir haben hier einfach nur diese Box, wo ein typisches Plastikding in der Mitte drin ist, wo halt einfach die Sachen drin sind. Wir haben hier einmal eine Zange, Wimpernzange. Das ist prinzipiell immer gut, weil Wimpernzangen kann man immer gebrauchen. Und ich muss sagen, die ist nicht so riesig. Guck mal, die ist echt zierlich und klein. Dann haben wir hier einmal diese Box hier mit den Wimpern drin. Wenn wir hier aufmachen, hallo, dann sind die so rund drin. Sie sind, ja, ich glaube, die werde ich ja schon mal kürzen müssen. Die sind relativ breit, also die werden mir hier von der Breite her vom Auge zu breit sein, aber die schneide ich halt ein Stückchen ab. Macht nichts. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Magnetstückchen haben wir hier dran. Das heißt, da kannst du gut auch eins abschneiden, das macht nichts. Ich glaube, die sind dafür auch gedacht. Richtig cool auf jeden Fall. Aufbewahrungsbox finde ich gut. Und natürlich haben wir diesen dubiosen magnetischen Eyeliner. Verpackung ist hübsch. Wir haben hier einfach diese, sieht irgendwie so ein bisschen prinzessinnenhaft, königlich aus, keine Ahnung. Also von der Verpackung gefällt er mir richtig gut. Und wir haben hier wie so einen ganz klassischen Eyeliner. Auch so ein Applikator dabei, das ist gut. Das hat nämlich der von DM, soweit ich mitbekommen habe, nicht. Da ist es nämlich so, dass es wie, eher wie so eine Augenbrauenpomade ist, dass du wirklich mit dem Pinsel auftragen musst. Und hier haben wir wirklich ganz klassisch so einen richtigen Eyeliner. Ich hoffe, Lucienne, dass du mir verzeihst, dass ich nicht genau den Eyeliner testen kann, den du mir geschrieben hast. Aber ich habe ihn leider überhaupt nicht herbekommen. Deswegen habe ich gedacht, komm, der ist günstiger, der hat bessere Bewertungen. Wenn er gut ist, vielleicht möchtest du ihn dir ja kaufen oder so. Vielleicht ist es da dann sogar besser, falls er für dich trotzdem nicht funktioniert oder so. Dann hat man nicht so viel Geld kaputt gemacht. Kommen wir aber dazu jetzt. Der Hersteller auf seiner Website, ich habe es mir hier abgescreenshottet. Da gibt es sogar eine Benutzungsanleitung und da steht, verwenden Sie den Magnetic Eyeliner wie einen normalen Eyeliner. Also ganz normal benutzen halt einfach mal. Die Wimpern sind einfach anzuziehen und lassen sich innerhalb von Sekunden auftragen. Ich glaube, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ja. Ansonsten glaube ich, ist es immer in Sekunden gar nichts getan. Dann schreiben sie, keine besonderen Fähigkeiten und Make-up-Erfahrungen erforderlich. Ja. Ja. Also ich habe zwar Make-up-Erfahrungen und alles, aber ich bin jetzt echt kein Profi-Eyeliner-Mensch oder prinzipiell kein Profi-Wimpern-Mensch oder sowas. Deswegen, ich bin gespannt. Eyeliner ziehen ist nicht meine Stärke, aber die sagen, hey, das kann jeder, also müsste ich es theoretisch ja hinbekommen, ja? Und wir haben noch super einfach und leicht anzuziehen im Vergleich zu herkömmlichen Wimpern. Ich finde jetzt herkömmliche Wimpern zum Kleben nicht ganz so leicht anzuziehen, die magnetischen sind eigentlich leicht anzuziehen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt.
ich würde sagen, ich versuche das jetzt auch einfach mal. Wie gesagt, ich habe jetzt von hier hinten, da schreiben sie auch einfach nur How to apply, einfach nur Eyeliner ziehen, kurz antrocknen lassen, draufhalten mit dem Magnet, bam, soll fertig sein. Ich habe jetzt hier ein kleines Stückchen abgeschnitten, den hintersten Magnet und das, was übersteht. Das heißt, ich habe jetzt hier noch genau 4 Magnete dran. Das müsste aber locker reichen. Die anderen magnetischen Wimpern, die ich normalerweise verwende, haben auch 4 Magnete. Und ganz ehrlich, lieber zu lang und abschneidbar wie zu kurz und nachher sieht es komisch aus. Ich hoffe, ich habe die Länge richtig geschnitten. Aber jetzt lass uns erstmal diesen Eyeliner-Strich ziehen und hoffen, dass ich den halbwegs hinbekomme. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das wirklich hält. Ich bin gespannt, ich glaube es noch nicht so ganz. Der Applikator scheint mir relativ dick zu sein. Ich bin mal gespannt, ich probiere es jetzt einfach mal. Prinzipiell will ich ja heute mal nur ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Ob jetzt mein Lidstrich so schön ist oder nicht, hat ja mal, sage ich mal, nicht so viel mit zu tun, ob jetzt dieses Produkt funktioniert. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die es deutlich besser können als ich. Aber ja, ich gebe mein Bestes jetzt. Ich versuche es einfach mal. Das Wimpernbändchen hier ist übrigens sehr, sehr fest. Das heißt, das werde ich mir jetzt erstmal hier so ein kleines bisschen bewegen, damit es ein kleines bisschen lockerer wird. Und dann lassen wir das mal schnell antrocknen. Und dann versuche ich mal, oh Gott. Und dann versuchen wir mal, das hier sich hinzusetzen. Ich bin echt gespannt, liebe Leute. Das ist krass. Also, das hält. Das hält tatsächlich. Das, vor allem hier merkt man es total, wenn ich jetzt hier so ein bisschen dran ziehe, ne? Das hält einfach mal tatsächlich. Das ist der Hammer. Es ist, wenn man hier außen muss, ich noch ein Stück weiter runter machen, dann sieht es irgendwie komisch aus. Ein bisschen runter. So, na also. Ja, das ist mal. Das wundert mich jetzt gerade, liebe Leute, du. Auch wenn ich jetzt hier mal hardcore blinzeln mache. Davor rutscht nichts, ne? Jetzt machen wir mal den zweiten noch hin, warte mal. Also der rechte Lidstrich ist jetzt echt nicht so schön geworden. Der linke wird wahrscheinlich noch hässlicher, weil mit links, ich kann das so überhaupt nicht überkreuzen. Ich muss es wirklich so mit links machen, aber verzeiht mir die Hässlichkeit meiner Lidstriche. Ist definitiv noch hässlicher geworden. Guck mal, der ist hier richtig eskaliert. Der ist richtig fett geworden und vor allem hier so richtig, bam, so richtig nach oben eine Ecke. Schön ist mein Eyeliner nicht, aber ich möchte das Produkt jetzt nicht schlechter machen aufgrund der Unfähigkeit von mir, Eyeliner aufzutragen. Dafür kann das Produkt nichts. Ja, ich bin gespannt. Jetzt, wir machen das mal noch hin und dann werde ich mal noch ein bisschen hier Ultra-Trage-Test machen. Und ja, also ich bin echt erstaunt, muss ich sagen. Die linke Seite muss natürlich auch noch ein bisschen trocknen. Die Sonne kommt hier immer weiter rüber. Guck mal, ich habe hier so komplett alles im Gesicht gerade. Irgendwie, als ich angefangen habe, war hier noch gar keine Sonne. Ich hoffe, dass das Bild nicht komplett irgendwie mit Weißabgleich gleich oder mit dem Licht irgendwie von der Kamera aus, ja, ausgeglichen wird, dass es nachher gar nichts mehr sieht oder so. Ja, naja. Aber ich will mich jetzt wegen ein paar Minuten nicht mehr umsetzen, ja. Wimpern sind dran. Sie sind extrem künstlich. Also du siehst, es sind wirklich heftigste Wimpern, ne? Aber das ist, ich meine, das macht ja nichts. Wenn der einfach nur diese Eyeliner einfach nur magnetisch ist, dann kannst du da ja jegliche Art von anderen magnetischen Wimpern ebenfalls hinmachen. Ne? Und vor allem, wenn diese Eyeliner mal leer ist und du hast diese unteren Teile von den anderen Wimpern, ja, dann kannst du die ja so benutzen. Das ist das Schöne dran. Also ja, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Mich erstaunt es gerade tatsächlich, dass es ein bisschen, also es hält wirklich gut. Auch wenn ich jetzt hier ständig irgendwie am Rumblinzeln bin. Ich habe das jetzt, glaube ich, irgendwie straight 3 Minuten lang gemacht. Aber nö, pass mal auf. Nö, da hält alles. Das ist erstaunlich. Was wichtig ist, auf jeden Fall kurz diesen Eyeliner antrocknen lassen. Also ich muss sagen, den Wimpern an sich, ob jetzt diese Wimpern gefallen oder nicht, ja, das ist ja mal voll subjektiv. Aber prinzipiell mal, die Wimpern sind nicht schlecht.
den würde ich, glaube ich, 4 von 5 Sterne geben, ja. Weil, wie gesagt, das Optische ist ja absolut subjektiv. Der Eyeliner, er funktioniert und das Ding hält auf jeden Fall. Also da würde ich für die reine Funktionalität gebe ich dem Ding 5 von 5 Sterne, weil es tut, was es soll, es funktioniert. Das Einzige, wofür ich jetzt vielleicht nur 2 von 5 Sterne geben würde, oder vielleicht sogar nur 1 von 5 Sternen, ja, dieser Applikator von dem Eyeliner, schau mal, der ist einfach so abnormal riesig, der ist so fett, damit kannst du halt überhaupt nicht präzise arbeiten einfach. Also das ist irgendwie, ja, also sag mal 4 Sterne plus 5 Sterne sind 9 Sterne, plus 1 Stern sind 10 Sterne, durch 3, dann haben wir 3,3, oder ich habe ja vorhin 1 oder 2 gesagt. Also ich würde dem ganzen Ding jetzt auch 3,5 Sterne geben. Ein bisschen besser als jetzt der Durchschnitt, aber, beziehungsweise vor allem ein bisschen besser als die von DM. Aber ja, also kann man durchaus verwenden. Ich glaube, für mich wäre es jetzt nichts für Dauerverwendung. Ich bin da mehr so der Mensch, magnetische Wimpern pur. Also wirklich auch oben Magnet, unten Magnet, bam, sitzt bombenfest. Weil da kann ich halt, dann muss ich nicht unbedingt einen Eyeliner ziehen, ja. Das ist einfach so, was ich nicht kann, aber das ist Übungssache. Dafür, wie gesagt, kann das Produkt nichts. Das ist mein Test hier zu diesem Produkt. Wie gesagt, du findest das in der Infobox. Ich hoffe, Lucien, dass es nicht so schlimm ist für dich, dass ich jetzt nicht speziell die von DM habe, aber ich habe extra günstigere rausgesucht, die eine bessere Bewertung haben. Also quasi laut breiter Massemeinung eine bessere Alternative. Und vielleicht sind die ja auch was für dich. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich werde demnächst noch das ein oder andere Make-up-Produkt testen. Zum einen die wohl deckendste Foundation der Welt anscheinend. Habe ich noch hier die von Dermacol. Und dann habe ich noch eine richtig günstige, wunderschöne Palette, die ich auf jeden Fall noch testen möchte. Ansonsten gibt es eine Menge Modevideos in nächster Zeit. Oder jetzt gerade ja sowieso allgemein. Und dann hoffe ich, dass du Spaß an diesem Video hast, Spaß in diesem Video hattest. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!